steht auf Joe Kittinger. Die Heimkehr nach einer unglaublichen Mission, nach einem unglaublichen Tag. Launch war nach europäischer Zeit um 17.29 Uhr. 3,5 Stunden später exakt ist Felix Baumgartner wieder zurück. Tja, und die Sache hat im wahrsten Sinn des Wortes heute weltweit viel Staub aufgewirbelt. Das ist unsere Live-Kamera. Mike Todd kommt raus, sein Live-Support-Engineer. Der Notar mit dem Chestpack. Hier ist das weiße Ding. Da sind alle Sensoren drin. Und darin liegt auch die Lösung, ob es tatsächlich den Geschwindigkeitsweltrekord gegeben hat. Und jetzt bin ich schon gespannt auf das erste Zusammentreffen mit Joe Kittinger. Art Thompson ist da. Gar nicht so leicht, sich da abschnallen zu lassen. Er ist ja nicht besonders beweglich mit diesem Equipment, mit diesem Druckanzug. Wir haben es schon erwähnt, das ganze Equipment ohne Fallschirm immer noch so an die 15, 17 Kilogramm und so fühlst dich, als würdest du unter Wasser zu Fuß gehen und das ist nicht unbedingt das Beste, was man haben kann. Wurden die Kameras gerade abgenommen und die werden jetzt sofort in den Player reingetan. So, Felix, jetzt ist er bei seiner Mannschaft, bei seinem A-Team. R. Thompson, the technical commander, mission accomplished. Das war die Meldung wohl von Felix an Joe Kittinger. Zwei Männer, die in einer eigenen Welt agiert haben. Beide über 30.000 Meter, beide im Abstand von 52 Jahren und beide haben in ihrer Zeit Geschichte geschrieben. So, Haley wird runtergefahren. Ja, da geht es schon um die Rotationen, auch wenn wir nicht genau verstehen können, was er sagt, weil die Hintergrundgeräusche noch zu groß sind. Aber auch von unten wird ihm natürlich erklärt, wir haben dich rotieren gesehen und es war nicht wirklich so toll. Und wir bekommen einigen Augenblicken das Bildmaterial von seinem Anzug. Sie haben ja die beiden Kameras gesehen. Ja,
im Bereich seiner Knie angebracht, links und rechts, eine nach unten, eine nach oben gerichtet. Und aus diesem Blickwinkel wird es ebenfalls sehr interessant sein zu sehen, wenn er abgesprungen ist, wie dann ober ihm die Kapsel immer kleiner wird und auf der anderen Seite, wie das nach unten ausgesehen hat. Vor allem die Rotation, auf die bin ich schon sehr gespannt, aus der Kameraperspektive. Because it's gonna go even if you don't do it at 6 seconds. No, I wasn't pushing because I could still feel, hey, I'm right. It almost back. We made it. Six You're seconds. Here. A continuous 6 seconds. So good that we did that with the drone. Otherwise, it would have gone. In the 30-second delay. Yeah. You have to do six continuous six seconds. So that and the 30. Jetzt ging es hier um die Auslösevorrichtung, die ja vorgesehen war, dieser Drog Shoot, der ab einer gewissen Belastung über 6 Sekunden ausgelöst hätte. Ich glaube, Sie sind sehr froh, dass Sie das so eingestellt haben, dass eben der Drog Shoot da oben nicht vorzeitig auslösen musste, damit eben der Geschwindigkeitsrekord erreicht werden konnte. Sein Bruder, seine Frau Mama, seine Freundin, der Herr Papa. Teammitglieder kommen der Reihe nach, um zu gratulieren. Er ist ihr Held, aber er hätte es nicht ohne sie machen können, ohne die gesamte Mannschaft. Und jetzt geht es nämlich an Richtung Eltern, Richtung Familie. Sie hat gesagt, als ich ihn kennengelernt habe, da war er ja schon drin in diesem Ding Stratos. Ich wusste, auf was ich mich da einlasse. Ich wusste, was passieren kann und ich wusste, was auf uns zukommt. Und jetzt ist alles gut, jetzt hat sie ihren Helden. Frau Mama, zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten überhaupt. Oder Herz? Das haben die schon ein paar Mal geübt. Ja, und auch die Bilder gehören natürlich dazu und werden um die Welt gehen. Mit der gesamten Familie. Got it? Perfect. Okay, I take you right here. Give me some water. Tja. Give me some water. 8 Stunden mittlerweile in seinem Anzug. 65 years ago. Is that a sign or what? But he had an airplane. Oh, I didn't. No. I had the space capsule. You, sir. You were three times higher than he was, too. Das ist die Aufklärung auch von Joe Kittinger vor 65 Jahren. Sie haben gehört, was da passiert ist. Good news. He made history 65 years ago. 65 years ago. Perfect. Perfect. Means a lot. First human person in the plane breaking the speed of sound 65 years later. And now you didn't have an airplane. Okay. That's a donut, huh? That was my airplane. It kept me safe. All right. All right, Felix.
We've got water on the run. Hey, rock and roll! Das ist das Richtige. That's what I was waiting for. Rock and roll und das A-Team steht oben und es gibt Standing Ovations. Und hier ist Andreas Jäger. So, let's go! Gratuliere. Wir haben Zeit, nimm dir einen Schluck. Are you really giving me more sun? Ja, Felix. Ja, so viel Zeit muss sein. Du hast 5 Jahre gewartet, können wir auch ein bisschen warten, bei Gott. Das ist ein Wahnsinn. Wie geht es einem Mann, der sich gerade den Traum seines Lebens erfüllt hat? Du, ich glaube, wir sind jetzt gerade 20 Tonnen Last von den Schultern gefallen. Wenn du sowas 7 Jahre vorbereitest, ja, und diesen Moment schon so oft im Geiste durchgespielt hast, und dann kommt er nicht, und kommt er nicht, und du hast immer diese ganzen Up and Downs und die Probleme, und dann selbst am heutigen Tag, wo wir sehr schön weggekommen sind mit dem Ballon, ja, dann dieses Drama mit dem Jazzbike, ich habe keine Visierbeheizung nicht gehabt. Dann war zwischendrin einmal hat man mal geglaubt, man muss das Ganze abbrechen. Und da denkst du, jetzt sitzt in dieser Kapsel, jetzt haben wir endlich erfolgreich gelauncht nach dem ersten Fehlversuch. Ja, und jetzt scheitert das Ganze an der Visierbeheizung. Ja, das kann ja nicht sein. Also du sitzt drinnen und das ist jedes Mal wieder anstrengend, jedes Mal wieder energieraubend. Und du kannst das was nicht glauben, dass das Ganze jetzt an einer Visierheizung scheitert. Ja. Und dann alle möglichen Dinge versucht. Ja, es ist nicht recht viel besser geworden. Wir haben uns dann aber doch für einen Sprung entschieden. Und ja, wenn man sieht, war es die richtige Entscheidung. Du, wir haben alle, also mir und allen anderen ist das Herz stehen geblieben, als du dich so gedreht hast. Ich, keine Ahnung, vielleicht 30 Mal. Hast du selber mitgezählt, hast du ein Gefühl, wie oft du dich gedreht hast? Und es war so schnell, dass wir geglaubt haben, jetzt wird gleich das G-Meter losgehen. Ja, also der Exit war eigentlich perfekt. Ja. Ich habe gespürt, ich komme sehr schön weg. Dann hat es mich langsam gedreht. Ja. Da habe ich immer nur geglaubt, okay, das dreht mir jetzt ein paar Mal drüber. Und dann habe ich das Ganze unter Kontrolle und dann hat es begonnen. Ja. Dann habe ich richtig begonnen, Geschwindigkeit zu machen. Und dann ist das Ganze richtig violent geworden. Und ich habe für ein paar Sekunden gedacht, okay, ich verliere das Bewusstsein. Ich habe alles Mögliche versucht. Ja, das Schwierige ist immer in so einem Pressure Suit. Du bist unter Druck mit diesem Anzug. Ja, du spürst die Luft nicht. Das heißt, du bist jedes Mal Zweiter. Normalerweise, das ist wie Schwimmen, ohne das Wasser zu berühren. Du versuchst jedes Mal auszugleichen und bist immer diese halbe Sekunde zu spät dran. Und durch das schaukelt sich das Ganze auf, wird immer schneller. Und ich habe nur mal die Kapsel ein paar Mal gesehen. Dann habe ich mir um die Hochachse und die Längsachse gedreht. Dann ist dieses gefürchtete Flat Spinning gekommen. Ja. Glücklicherweise habe ich zwischendrin es immer geschafft, wieder irgendwie zu stoppen. Und das resettet dann diesen G-Force-Meter, der diesen Stabilisierungsschirm auslösen würde. Ja, sobald du irgendwo zwischendrin kurz stehst, resettet der und beginnt von neuem. Du musst 6 Sekunden lang durchgehend drehen, mit einer gewissen Geschwindigkeit und Gehbelastung, ansonsten löst er nicht aus. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, ich löse sicher nicht aus, wir haben ja nur einen manuellen Override. Ich kann mit einem Push-Button den Stabilisierungsschirm auslösen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich immer noch der Meinung war, ich kriege es irgendwann unter Kontrolle, es dauert einfach nur. Aber es war sehr, sehr schwierig. Also es war um einiges schwieriger, als, glaube ich, wir alle angenommen haben. Das hat man gesehen, aber du warst doch ganz weit weg vom Redout. Du hast es noch unter Kontrolle gehabt. Ja, also ich war voll im Bewusstsein und ich habe zu jeder Sekunde gewusst, was passiert. Ja, nur du weißt nicht, wird es schlimmer oder wird es weniger schlimm. Ich habe dann mal versucht, den Arm auszustrecken, dann ist es schlimmer geworden. Dann habe ich auf der anderen Seite den Arm ausgestreckt, dann ist es wieder besser geworden. Aber das ist einfach sehr viel probieren da oben. Und das unter Höchstgeschwindigkeit und das Ganze noch 6 Stunden Vorarbeit. Ja, weil du stehst auf in der Früh um 2 Uhr, musst du hier am Platz sein. Dann das ganze Pre-Breathing, also du kommst dort oben schon mit sehr wenig Energie an. Und dann beginnt es aber erst. Ja, du stehst da draußen on top of the world. Ja. Und dann musst du erst performen. Und das war sehr, sehr schwierig. Ja, du bist dehydriert, du bist müde. Dort oben ist eine ganz andere Welt. Der Körper reagiert ganz anders dort oben. Also es war sehr, sehr schwierig. Aber ich hoffe, wir sind überschall geflogen. Ja, ich kann es leider nicht sagen. Unser Rekordmann hat gerade das Chestback zu sich genommen und wertet jetzt die Daten aus und ich glaube in wenigen Stunden werden wir es wissen. Ja. Ja, das ist auch eine Frage von Professor Walter aus dem Servus TV Studio und zwar selber Astronaut. Er wollte wissen, hast du irgendwas gespürt? Hast du selber gedacht, das muss gewesen sein? Das war der Schock vom Überschall? Nein, also diesen Sonic Boom habe ich nicht gespürt. Ich glaube, der findet ja hinter einem statt und ich war wirklich so beschäftigt, das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Weil du einfach mit unglaublichen 1100 km/h unterwegs bist und da zu reagieren, kann man sich vorstellen, ist sehr, sehr schwierig. Du bist jedes Mal Zweiter. Ich habe es Gott sei Dank irgendwie geschafft, aber ich habe absolut keine Ahnung, ob ich Überschall geflogen bin und wenn, zu welchem Zeitpunkt. Da
Darf ich was sagen? Es hat mich sehr gefreut. Du hast Joe Kittinger einen Rekord gelassen, nämlich den längsten freien Fall. Das ist sehr österreichisch, das ist ganz toll. Ja, ich glaube, das hat er verdient, der Joe. Er hat ja doch über 52 Jahre diesen Rekord gehabt und den längsten freien Fall sollte man ihm lassen. Aber ich glaube, er hat einen Stabilisierungsschirm benutzt. Deswegen ist er langsamer gefallen, oder? Danke, Felix, fürs erste Interview. Du musst weiter. Die Presse wartet auf dich. Danke. Ja, danke.